Waldkirch. Hier ist Waldkirch. An Gleis 1. Bitte alle Fahrgäste einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Hallo, moin moin, alle zusammen. Ja, ich melde mich mal wieder. Ich habe ja lange kein Video hochgeladen, ne? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, ich möchte euch in diesem Video einmal mein Ergebnis vorstellen von einer Fußgängerbrücke. Hier seht ihr das Resultat. Ein Lasercut-Bausatz. Naja, es war nicht mein erster. Ich habe das schon mal eingemacht vor ungefähr 1,5 Jahren. Hier diesen kleinen Kiosk. Der steht bei mir auf dem Bahnsteig. Und im Winter nehme ich ihn immer weg zu Weihnachten und dann kommt er der Weihnachtsmarkt hin. Ja, bei mir ist alles klein, so wie die Anlage. Ja, aber bevor ich den Standort dieser Fußgängerbrücke zeige, werdet ihr noch ein wenig Spaß haben bei einem Bauvideo, also für eine kleine Szene, während ich diese Fußgängerbrücke zusammengesetzt habe. Lasst euch überraschen und ja, lachen könnt ihr dabei auch. Diesmal habe ich auch den Ton angelassen. So, bis nachher, also zum Schluss dieser Szene werde ich dann nochmal zeigen, wo die Fußgängerbrücke hinkommt. So, viel Spaß beim Anschauen. Ja, hallo. Wir haben hier wieder ein kleiner Zwischenbericht aus meiner Hexenküche hier. Ja, kann euch sagen. Also wer sich hier an solche Sachen rantraut, den beglückwünsche ich. Ich glaube, früher sollte ich mal Uhrmacher gelernt haben. So, jetzt mache ich hier die Treppenstufen rein. Aber glaubt ja nicht, dass ich alle 48 Stück hier reinmache. Bin ja nicht bekloppt. Ist genügter, wenn es so aussieht, als wenn da welche wären. Ich kann es sagen, angenehm sieht anders aus. Irgendwie müssen gleich hier diese Dinger rein. Jetzt meldet sich dieser scheiß Kuckuck wieder. Naja, oh, das hätte beinahe ins Auge gehen können. Ach nee, oh nee. Freue ich mich, wenn das Ding hier fertig ist. So, manchmal sind die Dinger zu lang. Ja, diesen Bausatz herzustellen ist ja eines der leichtesten Übungen. Einfach die Maschine anschmeißen und hunderte von solchen Apparaten hier schneiden lassen. Ne? Aber die Dinger nachher selber zusammenbauen, das ist eine andere Hausnummer, sage ich euch. Aber was soll's. Ich werde den Apparat nicht in die Tonne schmeißen. Denn dafür bin ich schon zu weit. Dauert nicht mehr lange und das Ding ist fertig. Eine Treppe habe ich ja schon. Das ist jetzt die zweite.
Ja, ich will euch nicht weiter belästigen hier, wie Bausätze zusammengefügt werden. Das wissen ja alle. Und müsst ihr mich hier nicht weiter zuschauen. Aber ich sage euch, ich gebe mein Bestes. Ich höre nicht auf. Ja, manche von den Stufen ist schief, aber das ist egal. Schief ist das heutige Gerade. Oder wie sagt man? Weiß ich nicht. Aber aus 3 Meter Entfernung sieht das gar nicht so schlecht aus. Naja, ich erlöse euch jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Ja, das war gar nicht so einfach, hier eine passende Brücke zu finden. Ja, die Plastikbausätze haben mir nicht gefallen, weil die zu grob sind. Teilweise passten die Maße nicht. Ich habe ja die Besonderheit, dass mein Bahnhof in der Kurve liegt und dadurch der Mittelbahnsteig weit auseinander liegt. Und da brauchte man also ja, ein wenig Zeit, um die passende Brücke zu finden. Und ich habe sie gefunden. So, und dann kommt ja noch dazu, dass da Oberleitung ist. Also habe ich jetzt einen Standort gefunden, nämlich genau hier. So. Passt, wackelt, hat Luft. So, dann lasse ich auch noch mal einen Zug dort hineinfahren. Mal sehen, wer heute die Einweihung hier macht. So, schön langsam. Ja, jetzt gebe ich noch ein Fazit ab über diesen Bausatz. Den Lasercut-Bausatz. Es ist nicht einfach, muss ich ehrlich zugeben. Dazu gehört schon etwas. Insbesondere da das Material teilweise sehr weich ist, sehr klein, sehr filigran und man muss auch die richtige Konsistenz des Klebers herausfinden. Ich habe hier Holzleim genommen und dazu ist es ratsam, ein Tropfen oder 2 Tropfen Wasser hinzuzugeben. Dann bindet das schneller. Also aus Erfahrung wird man klug. So, damit sage ich Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Es kommt ja noch ein Gebäude, aber dazu gibt es ein weiteres Video. So, jetzt Ende, Ausschluss. Ich habe fertig. Tschüss.